Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute Sonic Lost World. Ein sehr bestrittenes Spiel. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil Sonic hier ein bisschen langsamer läuft, als wie man es gewohnt ist. Und ich würde schon gerne mal kurz in Optionen reingehen. Ich habe auch schon mal angetestet, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Okay, hier könnte man natürlich noch einstellen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Wenn ich damit nicht zufrieden bin, kann ich ja nochmal umstellen. Das mache ich aber dann wahrscheinlich offscreen, aber das ist egal. Gut, ich würde sagen, auf geht's in Sonic Lost World. Ist das da in den Wolken? Das muss der Hexaglobus sein. Cool! Weniger staunen, mehr landen. Okay, ich kann landen, aber das wird holprig. Windy Hill Zone. Jo, und schon geht das ganze Abenteuer los. Wir können auch rennen. Das Ganze wirkt jetzt etwas langsam. Das täuscht aber. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es mit der Zeit ein bisschen schneller wird. Oder es liegt einfach an der Aufnahme. Aber ich glaube, ja doch, das hat... ja, eventuell auch so den... ersten Eindruck mir auch gezählt, wo ich dachte, ist ein bisschen langsam. Ah, jetzt wird auch ein bisschen schneller. Vor allen Dingen wurde mir sogar gesagt, eigentlich, wenn Sonic Generation nicht so flüssig läuft, würde das hier flüssiger laufen. Und da dachte ich mir, okay, und warum ist das dann nicht so bei mir? Und dann habe ich halt viele Kommentare zu Steam gelesen und da dachte ich mir, okay, viele haben wohl das Problem. Also ist es teilweise schon ganz normal. Weil bei mir läuft Sonic Generation extrem flüssig. Wahrscheinlich soll das am Anfang erstmal so einen ersten Eindruck davon geben. Oder es hat was mit der Schwerkraft zu tun. Wow. Na, ist da oben irgendwas? Nein. Ja gut, dann landen und weiter. Komm schon. Lauf mal ein bisschen schneller. Also es ist kein typisches Sonic-Game, wie man das gewohnt ist. Das sollte auch den ersten Eindruck so erzielen. Ich glaube, die Entwickler wollten einfach mal was vollkommen anderes ausprobieren. Das kam aber teilweise nicht so gut an. Ich sage ja auch teilweise. Probieren wir das mal aus. Das kommt ja von Sonic Colors aus. Und weiter. Ja, man merkt, das ist am Anfang ein bisschen langsamer als wie jetzt. Aber es läuft ja teilweise stabil. Ich sag teilweise, okay? Ja. Damit haben wir die erste Mission erledigt. Hoppla, nicht so wild. Oh, ganz ruhig, Kleiner. Wir sind dabei, Sonic okay? Und Tails holen deine Freunde zurück. Sonic, hast du die Tiere von Dr. Eggman zurückbekommen? Nur den einen Container, den er von seinem Eckmobil runterwarf. Wie bitte? Nur den einen? Pah, schwach. Ich hätte sie längst alle zurückgeholt. Du musst die anderen retten. Oh, ich will gar nicht dran denken, was Dr. Eggman diesen armen Tierchen antut. Geht klar. Und da sind wir schon in der Overworld. Und ja, es gibt tatsächlich ein Nights-Level. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Fürs Erste stürzen wir uns in das Abenteuer genau rein. Und dafür müssen wir hier lang. Das Einmaleins der Transformation. Häschen zu Badniks. Wumm! Schon hat man eine ganze Armee. Und die brauche ich auch, wenn ich die Welt unter mir beherrschen will. Du bist ein wahrer Eroberer. Oh ja, allerdings. Schließlich habe ich euch erobert, nicht wahr? Und mit eurer Hilfe werde ich nicht nur die Welt beherrschen, sondern dieser blauen Nervensäge Sonic den daraus machen. Dr. Eggman will, dass der kleine Igel vernichtet wird. Oh, gut! Ich bin gerade in Vernichtungslaune! Das mag ich an dir, Sess. Immer kampfbereit. Egal, gegen wen es gerade ging. Allerdings! Ich bin zu allem bereit! Ob man gewinnt oder verliert, man lernt doch immer etwas über den Feind. Was auch immer. Na egal. Bleibst du hier? Moment, kann ich den so überhaupt einfangen? Nee. Ja gut, dann steht da wahrscheinlich in der Box oder so drin. Ich habe keine Ahnung. Oder als Geretteter. Oh nein. Ja, das sieht schon besser aus. Sehr schön. Na, geh doch mal hoch. Und mir kommt es vor, als wenn das irgendwie mit der Schwerkraft zu tun hat. Denn wenn er springt, läuft das ja auch ganz normal. Ach stimmt, da war ja noch ein Ring. Und ich vermassel das schon. Na los, hoch! Da komm schon! Wir müssen das von oben aus machen. Machen wir so. Und jetzt? Was? Total verfehlt. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst! Gut, wenn man das jetzt mit dem normalen Sonic vergleicht, dann kommt das schon ein bisschen sehr langsam vor. Aber gut. Nee. Wie bitte? Schön wär's, oder? Ja, fliegen kann ich übrigens auch mit dem. Und hier gibt es einen speziellen Eingang. Ich glaube, der ist auch nur für den Asteroiden gedacht. Warum komme ich da nicht rein? Jawohl! Oh, das ist Nummer 2. Na dann raus hier! Ja, manchmal ist er auch schneller. Wie gesagt, das ist halt wirklich ein langsamer Sonic in diesem Teil, aber passt schon. Wer hätte gedacht, dass du das durchstehst? Ach Quatsch. Vielleicht gibt's doch noch einen echten Kampf. Ja, das will ich hoffen. Das will ich doch hoffen. Deswegen bin ich doch hier. Ehrlich? Ja gut, das kommt mir teilweise schon ein bisschen sehr langsam vor. Teilweise. Geh mal weg. Sagte weg! Du letzter Igel! Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Boah, war das jetzt lächerlich. Ja, komm, mach hinne. Wo kann ich denn den Sohn jetzt nicht angreifen? Muss ich echt erstmal warten? Geh weg! Komm, runter mit dir! Verstehe ich nicht. Manchmal kann ich den echt nicht angreifen. Müssen wir stehen bleiben, bitte? Danke. Nein! Greif doch an! Diesmal hattest du Glück! Glück nennst du das? Naja. Wenn du meinst, dann hatte ich halt nur Glück. Und damit haben wir schon das dritte Level freigeschaltet. Was ist denn das? So, okay. Ja, das ist insgesamt die ganze Karte. Die müssen wir alle abklappern. Sehr schön. Ich habe einen Auftrag für dich. Sammle 500 Ringe, du kannst nie genug haben. Ich verlasse mich auf dich. Jetzt habe ich nicht alles gelesen, aber ist okay. Ich glaube, wir können das sogar nachlesen. Ja. Okay, ab dieser Stelle beginnt das ja auch erst, okay. Naja gut, auch wenn es so ein bisschen langsam wirkt. Das Spielprinzip ist eigentlich sehr flott und ich verstehe es auch nicht, warum viele sagen, dass das dann... besser klappen soll als Generation. Ich kann mir darunter nicht viel vorstellen. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann schaltet ein. Bis dahin sage ich erstmal Tschüsschen, Leute.